Ihr werdet mir niemals glauben, dass die Aufnahmen von gerade, dass ich da nur eine Farbkorrektur dran unternommen habe. Und ansonsten hat alles die GoPro gemacht. Ja, dachte ich mir auch. Yo Leute, was geht ab? Back in the game. Remember, my name's wieder der Angelier für euch am Start. Heute mit der GoPro 7 in schwarz. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich mir eine GoPro zulege. Ich bin zwar ein Action-Cam-Freund, aber ich war nie ein Freund von GoPro, weil mir die Software nicht gefallen hat, weil mir dies nicht gefallen hat, weil mir jenes nicht gefallen hat. Es gibt viele Leute da draußen, die eine ähnliche Meinung wie ich teilen, dass dieses Ding einfach der kranke Wahnsinn ist. Zudem ist das auch noch 10 Meter wasserfest ohne irgendeinen Schutz. Ich meine, ja gut, war die letzte auch schon, aber die GoPro Hero 7 hat ein integriertes Gimbal. Das heißt, es gibt keine Verwackler mehr, gar nichts. Du kannst das einfach nehmen, rausgehen, in der Hand halten oder bei dem mitgelieferten Verbindungsding, da kannst du das so reinstecken. Natürlich ist die GoPro unten verlinkt, also wenn ihr mich unterstützen wollt und euch das Ganze gefällt, könnt ihr euch die darüber holen, dann unterstützt ihr mich auch noch. Lasst uns zusammen richtig kranke Videos damit machen. Aber was kann die GoPro eigentlich? Am ersten Tag kam ein Update raus, 4K 60 FPS. Mit der neuen HyperSmooth Stabilization ist auf jeden Fall jeder Verwackler absolut eliminiert. Type-C-Anschluss zum Laden und Updaten. Micro-HDMI zum Livestream oder zum Übertragen auf einem Fernseher. Ein Akku, der rund 3,5 Stunden hält. Kommt drauf an, was man mit der Kamera macht. Oder mit der Action-Cam. Ein verdammt robustes und sich gut anfühlendes Gehäuse. Ich weiß leider nicht, welches Material es ist. Es ist mir auch egal, das Ding ist mir jetzt schon so oft runtergefallen. Es hält mal noch, also. Und richtig guten Mikrofon. An jeder Seite, an jedem Blickwinkel. Egal, wo ihr in das Teil reinredet. Es wird euren Sound einfach mal so aufsaugen. Die ist 1A. Ich weiß nicht, wie auf dich jetzt hier schon entlang gerannt bin. Es gibt so viele verschiedene Modi und das Display ist Touch, was geil ist. Ich persönlich hatte das bis jetzt nur bei einer Action-Cam und das war schon Luxus pur. Man kann einfach so schnell Sachen verändern. Das neue Interface ist einfach krank geil. Wenn ihr euch das Ding zulegt und ihr wollt genauso die geile Qualität rausprügeln wie ich, dann benutzt einfach diese Einstellung in der GoPro Hero 7 Black und euer Footage wird genauso aussehen wie meins. Der Zeitraffer-Modus hier drin ist Killer. Damit lassen sich wirklich extrem, extrem geile Aufnahmen herstellen. Und wenn ihr da noch ein bisschen Tricks, euer Inspirationsfluss einen freien Lauf lasst, dann könnt ihr auch ganz verschiedene Sachen damit hinbekommen. So wie ich mit einem Selfie-Stick habe ich mal einen Drohnen-Shot imitiert oder war in der einen oder anderen Disco und habe das Ding in luftige Höhen schweben lassen und es sieht einfach krank aus. Was noch wirklich sexuell ist, ist das drehbare Display, beziehungsweise die Dateien drehen sich so, wie ihr die GoPro haltet. Haltet ihr die GoPro so, wird die auch so filmen. Haltet ihr die GoPro so, wird die GoPro auch so filmen. Solche Shots kann man mal ganz geschmeidig für Instagram oder Snapchat verwenden, was bis dato noch keine andere Actioncam macht. Also es nimmt wirklich in diesem Dateiformat auf, wie man das ganz entspannt auf Instagram und Snapchat hochladen kann. Einfach aufnehmen und hochladen. Ah, ich kenne euch, ihr ballert da eh wieder den ein oder anderen Filter drauf. Sollte ich erwähnen, dass die GoPro mir mal vom Auto gefallen ist und dass sie immer noch so aussieht, wie als hätte ich sie gerade frisch gekauft? Ey, das kann ich nicht machen, ey. Der letzte Negativpunkt ist, dass hier keine Verbindung ist, um das Ding an irgendwas zu befestigen. Also sprich, es gibt jetzt hier keinen Schraubgewindeneinlass, wo man mal easy so seinen Stock anschließen kann. Was echt schade ist, das kann das Gehäuse schon, das ist nämlich mitgeliefert. Dann wird der Ton aber ein bisschen kritisch. Außerdem gibt es für die GoPro jetzt ein fettes, fettes Akku-Pack, wo also ist quasi ein Gehäuse mit einem integrierten Akku, dann hält die GoPro 9 Stunden am Stück in 4K 60 FPS. Was echt krank ist, ich habe euch das auch mal unten verlinkt, wenn es das noch gibt. Selbst ich warte noch auf meins. Fällt gerade auf, in 3 Tagen bin ich mit meinem Homie Juri. Boah.
auf eine kurze Reise und es wird auch gegebenenfalls da, wo wir hingehen, Wasser geben, wo ich das Ding aber ordentlich testen werde. Auch für Vlogger, Leute, die mit YouTube anfangen wollen und nicht so ein großes Budget haben, um irgendwie 500, 600 Euro für eine teure Kamera und Objektiv ausgeben zu wollen, es sei denn, man sucht sich jetzt diese High-Quality-Budget-Kameras, wie zum Beispiel die Canon M50, die war schon ganz geil, die hat Juri. Aber ich würde euch empfehlen, GoPro. Safe GoPro. Das Ding ist auch noch so kompakt, man kann es einfach überall mitnehmen. Mann, ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare, wie krass ich das Ding hype. Dann kauft sie halt nicht, dann ist mehr für mich da.